Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Heroes. Mit dem unfassbar verschickten guten Aszene Moderator JC94 und wir steuern geradewegs auf Weihnachten zu. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier gibt es ja immer mehr. Was ist denn? Ah, guck mal da. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Oh. So kriege ich neue Heilsteine? Alles klar. Alles klar. Alles klar! Gott, Schnauze. Schnauze bliert. So, ja, heute ist der 21. Ha. Gib mir. Gibt's hier auch irgendwo Nektar? Ja, kostet auch 3. Okay, ist ja kein Problem. Ja. Geil! So. Geil! Mehr Heilsteine. Geil, 2 Stück! Ey, brauchen wir! So fängt das doch gut an hier, ey. Das gefällt mir doch. Zu dir das wahrscheinlich Purst. Konnichiwa! Blablabla. Sind die denn auch sofort schon gesegnet oder muss ich das noch machen? Muss ich noch machen. Gott sei Dank haben wir endlich mehr Heilsteine. Die brauchen wir nämlich extrem dringend. Hat man den letzten Part ja wahrscheinlich gesehen. Hätte ich da mehr Heilsteine gehabt, wäre das vielleicht nicht so knapp ausgegangen. Aber dennoch haben wir Peter befreit. Ja, easy peasy. Ist ja kein Problem für den Dragon Quest Master hier. Ja. Wo war ich gerade? Ja, ich hoffe, ihr habt... Ja, heute ist der 21. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Adventstage. Auch wenn ich es immer wieder vergessen habe anzusprechen. Ja. Sprechen wir mit Medici. Yippie, es ist einfach großartig, wieder mit euch allen zusammen zu sein. Du sagst es, Blauer. Du bist wieder da, wo du hingehörst. Bei deinen Kumpels. Warum bist du überhaupt erst abgehauen und hast dich in dem düsteren alten Schrein verkrochen, Kleiner? Du hast dich doch bestimmt einsam gefühlt, oder? Tut mir leid, mein Papa hat mich früher öfters dorthin mitgenommen. Es war nicht dasselbe, so Mutterseelen allein. Ich war wirklich traurig und habe viel geweint. Aber dann habe ich mich an das Versprechen erinnert, das ich ihm gegeben habe. Ein Versprechen? Ja, ich habe Papa versprochen, immer mutig zu sein und niemals aufzuglibbern. Und ich habe meinen Entschluss gefasst. Egal wie sehr ich mich auch fürchte, ich werde nie mehr wegglitschen. Ich muss mutig sein, um meinen Freunden helfen zu können. Becky, Peter und dir, Jangos. Für euch alle werde ich mutig sein. Ach, Blaui, du rührst den alten Banditen zu Tränen. Weißt du, du bist mein kleiner Held. Jawohl, das bist du. Oh, ich bin so fertig von gestern. Das setze ich gleich. Ich kriege die Frauenstammel, glaube ich, gar nicht hin. Haha, er hat recht. Du bist wirklich ein Held, Medici. Wir müssen aufpassen, sonst übertrumpfst du uns noch mit deinem Heldentum. Ja, in der Tat. Ich war gestern nämlich bei Aluten wie Nacht, Torfrock hier oben in Heide, Alter. Boah, meine Stimme ist so weg einfach. Und ja, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, weil eigentlich in meinem Alter Torfrock kennt eigentlich kaum noch jemand, beziehungsweise hört fast niemand mehr. Wobei da schon welche in meinem Alter waren, aber ich persönlich kannte die nicht. Und ja, das ging von 9 bis 11, 2 Stunden mit Gegröle. Meine Stimme ist im Arsch. Aber trotzdem nehme ich für euch auf, denn es sind ja Feiertage und da kann ich mir nicht einfach frei nehmen. Obwohl ich das eigentlich auch noch ansprechen wollte. Ich habe mir gedacht, so die letzte Dezemberwoche, die nehme ich mir frei. Vielleicht kommt am Wochenende etwas, aber nur mal so als Vorinformation, dass die letzte Dezemberwoche, also Moment, wahrscheinlich bis zum 3.1.
Dann wird da nichts kommen. Erstmal, warte mal, ich hab doch mein Handy hier, ja? Währenddessen könnt ihr euch die Drachenkugel angucken, während ich euch mit Infos superlade. Moment. Menü. Na gut, wo gucke ich das jetzt? Na! Ich habe mir vorgenommen, vom 28.12. bis zum 3.1. Das heißt, am 4.1. kommt dann wieder Dragon Quest Heroes. Ich hoffe, ihr seid dann einverstanden. Beziehungsweise, ich hoffe, ihr seht mir das nach. Denn ich dachte mir so, ja, dann habt ihr ein bisschen Ruhe vor mir. Ich habe ein bisschen Zeit für die Familie und für Freunde, weil, warte mal, ich kann hier auch... Ich trinke erstmal einen Schluck. Denn es gibt so viel zu erzählen. Bei Alex zum Beispiel. Was haben wir hier denn? Alex zum Beispiel fährt wohl oder zieht wohl bald für eine Weile nach München, nach Bayern runter, nach Würzburg, weil er da Arbeit gefunden hat. Bis denn in Hamburg oder und oder Kiel wieder was ist, dann kommt er wieder nach oben. Aber wer weiß, wie lange das dauert. Das wird wohl Anfang nächstes Jahres passieren. Und Matze, wenn da alles klappt, ey, fährt der nächstes Jahr August nach, wohnt er dann erstmal in Berlin und studiert da. Die gehen alle weg. Voll traurig eigentlich. おそらく何か大事なものを取りに行く口実だ。そしてそれは世界中の。もうあんたはちょっと黙ってなさいよ。ジュリエッタ、事情を教えて。できればなるべく簡単にお願い。分かったわ。でも彼が言いかけたのでほとんど正解。やはり世界中を救うために必要なものがあるの。私のふるさと資源の里にある霊木。 その幹から取れる聖なる雫よ。そうだったの？じゃあジュリエッタが里帰りしてその雫を取ってくれば世界中を元に戻せるのね。いや、そんなに簡単なはずはない。雫を取るには何らかの作戦が必要なんだろう。その通りよ。霊木の雫を手に入れるのは簡単ではないわ。真の力に目覚めた光の一族。 その祈りだけが霊木の力を呼び覚まし、雫を生み出すことができるのよ。なるほど。だから試練を終えた今なのか。でもね、二人にこんなお願いをしてもいいのかって。Wenn ich uns wen dann。私が里へ連れて行ったら、あなたたち。 Das ist die richtige Einstellung. Ah. 試練を終えてますます勇敢になったな。わしは鼻が高いぞ。ジュリエッタよ、案ずるな。この者たちは必ずそなたの助けになってくれるだろう。ええ、ありがとう。二人とも。Easy, machen wir doch mit links. Julietta. Ayla, dieser Ort Wiegenwalde, irgendwie klingt es nicht so, als wäre das ein gewöhnliches Dorf. Kannst du uns etwas darüber erzählen? Naja, zunächst einmal weiß praktisch niemand außer den Leuten, die dort wohnen, dass es existiert. Wirklich? Wie kann das sein? Nun, es liegt tief im Innersten eines Waldes, den zu betreten sich ohnehin kaum jemand wagt. Das hilft natürlich. Aber der Hauptgrund ist, dass es denjenigen, die im Dorf leben, strengstens verboten ist, es jemals zu verlassen. Wow, das ist ungewöhnlich. Aber warte mal, du hast es doch verlassen. Sonst wärst du jetzt nicht hier bei uns. Ich denke, man könnte mich einen Sonderfall nennen. Wisst ihr, ich hatte stets Probleme damit, dort mehr oder weniger eingesperrt zu sein. Also bin ich eines Tages abgehauen. Ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet, jemals wieder dorthin zurückzukehren. Aber wie es scheint, haben wir keine andere Wahl, wenn wir den Weltenbaum heilen wollen.
Ich verstehe. Und wie genau wird der Tau vom Baum des Lebens uns eigentlich dabei helfen? Wenn man den Legenden Glauben schenken darf, stammen alle Pflanzen dieser Welt ursprünglich vom Baum des Lebens ab. Daher soll der Tau, der sich an den Spitzen seiner Zweige sammelt, die Macht besitzen, jeglicher Art von pflanzlichem Leben seine ursprüngliche Form zurückzugeben zu können. Wenn wir also Yggdrasil etwas von dem heiligen Tau bringen, könnten wir ihn wieder in den Zustand versetzen, in dem er sich befand, bevor er von der Dunkelheit befallen wurde? Exakt. Aber wie bereits gesagt, um an den Tau zu kommen, werde ich eure Hilfe brauchen. Mir ist klar, dass es viel verlangt ist, aber ich habe keine andere Wahl. Ich danke euch vielmals dafür, dass ihr das tut. Ja, als wenn wir eine andere Wahl hätten. Mal ganz im Ernst. Oh! Nee? Das ist ein Plasmakuppel! Planes Geschoss im Gewölbeaufschnitt, in dem es gewaltig gewittert. Geil. Die hat 21 Punkte, Alter. Wo soll ich denn damit hin, ey? Steigert das Glück erheblich. Vielleicht krittet die dann besser. Ein ist Geschick. So. Was hat die? Blubberblase. Negative. Das darauf skill ich wohl erstmal. Nachher. Das war's eigentlich, ne? Ja. Ich habe keine Punkte. Doch, ich habe 7 Punkte. Machen wir dann. Ich nehme nachher das Ausweichen. Ja, ich nehme nachher das Ausweichen. Because that is very important. Warte mal, was? Ach, ich wollte gerade sagen, Maya sah so ein bisschen aus wie Dings eben, Alter. Ich hab gedacht so, wäh? Ja, du hast ja auch... Du bist ja auch voll mitgelevelt, du Knecht, Alter. Du bist ja gar nichts. Okay, wo waren wir? Ach ja. Gut, ich habe die Koordinaten wiegen, weil es auf der Weltkarte eingetragen. Wir können also jederzeit dorthin reisen. Du musst nur den Befehl geben. Wiegenwalde. Ach ja, hier ist es ja. Tief im Inneren des Waldes. Ja, wo denn sonst? Genau. Das Klima dort ist etwas ungewöhnlich. Es regnet sehr häufig und viel, weshalb das umliegende Gebiet etwas anders beschaffen ist, als die Wälder, die ihr kennt. Es gibt dort alle möglichen Arten exotischer Pflanzen, die nirgendwo sonst wachsen. Wow, das klingt aufregend. Ich kann es kaum erwarten, diese seltenen Pflanzen zu sehen. Und die seltenste darunter ist natürlich der Baum des Lebens. Da hast du recht. Er steht genau im Zentrum des Dorfes, wo er am besten geschützt ist. Ich zeige euch den Weg, sobald wir gelandet sind. Was haben wir hier? Alles klar. Gucken wir nochmal. Schrein der Erwägung. Was gibt's denn hier? Okay. Papa. So. Achso, ja, das sind ja die ganzen... Ja, nee, dann machen wir mal die Story weiter. Der Weg nach Wiegenwalde. Unsere Helden haben von einem Weg erfahren, wie der Weltenbaum gerettet werden kann. Anscheinend müssen sie dafür Eilers Heimatort aussuchen. Nun denn, auf nach Wiegenwalde. Wow. Seriously? Ich muss Eila mitnehmen? Boah, sowas hasse ich ja, wenn ich da an Charaktere gebunden bin. Da gucken wir nochmal ganz kurz. Habe ich mit Eila irgendwie Punkte? Ja, 9 Punkte. Was kann ich für die denn lernen? Lernen! Ich glaube, ich weiß aber schon, wen ich damit dafür rausnehme. Ich denke mal, ich werde... Die muss drinnen bleiben. Die kann heilen. Ja, wir müssen Bianca leider rausschmeißen. Ah, warte. Haha, hat er nicht genommen, diese Bitch. So, das müssen wir leider so machen. Weil lieber lasse ich den Damage fehlen als den Support und die Heilung.
den müssen wir ein bisschen länger kämpfen. Das macht aber gar nichts, finde ich. Das wird schon so... Wieso finde ich so viele Karten? Wow. There's so much cards. What the fuck? Please, don't do that. So, das habe ich schon vorgelesen. Los jetzt. Ja. Sieht auch so ein bisschen komisch aus da, ne? Das sieht so ein bisschen aus, wie wir schon waren letztens im Wald. So ähnlich sieht das aus. Mich am Arsch.